Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen eine weitere Folge Ultimate General Civil War. Schlacht von Fredericksburg, 11. Dezember 1862. Es geht auf Weihnachten zu. Major General Ambrose Burnside ist der neue Kommandeur der Potomac Armee. Er ersetzt McClellan. Am 14. November 1862 beginnt er in einem Versuch, unsere Streitkräfte zu umgehen, ein strategisches Manöver, um den Rappahannock zu überqueren und nach Richmond vorzustoßen. Sein Plan ist gewagt und wird sehr langsam durchgeführt. Er entscheidet sich, den Fluss bei Fredericksburg zu überqueren, aber die benötigten Pontonbrücken kommen zu spät an. So, dass wir wertvolle Zeit gewinnen, um das Gebiet zu befestigen. Während die Pioniere der Union versuchen, die Brücken zu bauen, werden sie fortlaufend von unseren Scharfschützen angegriffen, was den Vormarsch der Unionsarmee noch weiter verzögert. Nach vielen Tagen, am 11. Dezember 1862, kann die Unionarmee den Rappahannock endlich überqueren. Auf der anderen Seite hat sich unsere gesamte Armee verschanzt und besetzt die Höhen südlich der Stadt. So, das sieht ja nach einer riesigen, riesigen Schlacht aus. Ich habe ja schon einen Tipp bekommen. Oben viele Leute und hier sind und Kanonen. Leider kann ich nicht so viele Kanonen aufbieten. Wir haben nur 5 Kanonen da. In der Mitte haben wir die 3. Division mit 4 Kanonen, 15 Einheiten. Da hat man mir mitgeteilt, da brauchen wir nicht so viele Einheiten. Da reichen 5 bis 6. Das heißt, wir könnten das Zentrum, eigentlich was man nie machen sollte, aber aufsplitten. Wenn das hinkommt mit den 5 bis 6 Einheiten, dann würde ich sagen, eine Kanone, dann ein paar Einheiten. Von mir ist auch hier die Plänkereinheit hier lassen. Und der Rest, vielleicht doch die zusätzlichen Kanonen, die 3 nach oben. Dann haben wir hier 8. Die könnten nämlich hier in Stellung gehen. Ja, wandern bis dahin so quasi. Und ja, das ist Robert Lee. Der hat halt nur, ja, eine Infanterieeinheit und Kanonen. Nicht viel. Und rechts hier Heinrich mit den besten Soldaten, die ich zur Verfügung habe. Gut. Mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt, ihr auch. So, die Armee bereitet sich darauf vor, den Rappahannock bei Fredericksburg zu überqueren. Wir haben alle existierenden Brücken zerstört. Aber die Unionisten können Pontonbrücken verwenden, die ihre Pioniere seit Tagen bauen. Da haben wir hier ein 2 und hier haben wir auch eine verdammte Axt. Ich trinke meinen Schluck. Fängt schon mal schlecht an. Mein Wasser ist vor der Schlacht schon aufgebraucht. So, wir verlangsamen mit unseren Scharfschützen, aber sie machen Fortschritte und vervollständigen in diesem Abschnitt bald 2 Brücken. Ach, die sind noch gar nicht fertig, das heißt, wir müssen darum kümmern, dass die nicht fertig werden. Wobei hier unten rechts, die war wohl schon fertig. Ach, nee, hier bauen sie eine weitere Brücke, die noch nicht fertig ist. Und da im Osten wurden 3 Brücken gebaut, die es ermöglichen, das südliche Gebiet der Stadt zu kontrollieren. Total War war immer lustig mit Brückenkampf. Da hat die KI sich immer doof angestellt. Hoffentlich tut das die KI auch. Der Hauptangriff wird von dieser Seite erwartet. Und verteidigen Sie Prospect Hill energisch. Das ist ein wichtiges Ziel der Union, da es die Eisenbahn kontrolliert, die uns mit Vorräten und einer schnellen Verbindung nach Richmond versorgt. Das ist auch mein Zentrum. Man hat mir doch gesagt, mein Zentrum braucht doch gar nicht so viel, oder? Ah, nee, hier ist das Zentrum. Oh Mann. Das Gelände des Hügels, der die Telegraph Road sichert, ist sehr uneben. Also werden die Unionisten wahrscheinlich nicht versuchen, uns hier anzugreifen. Ah, okay.
Das ist gut zu wissen. Die Mary's High überblicken die Stadt. Wir haben verschanzte Positionen geschaffen, die jedem Angreifer der Union standhalten könnten. Falls sie verzweifelt genug sind, unsere anzugreifen. Ja, das tun sie. Die Steinmauer südlich der Stadt ist eine zusätzliche Verteidigungsbarriere, die die Infanterie der Union hindern kann, sie vorzurücken. Das heißt, wir haben erst die Steinmauer und können dann uns noch hier weiter zurückziehen. Und währenddessen kriegen sie schön Kanonenfeuer. Das ist im Fluss, ja, ne? Das heißt, hier werden sie kurz gehindert. Auch ist das schön. So, unsere Scharfschützen, das sind aber nicht meine Einheiten, ne? Scharfschützen greifen die Pioniere an, die Tag und Nacht arbeiten, um die Pontonbrücke fertigzustellen. Feindliche Infanterie rückt vor. Die sind entschlossen, die Stadt zu sichern. Okay, jetzt haben wir von Jackson da schon eine Einheit. Wir kriegen nur eine Einheit. Also es ist eigentlich Wumpe, welche wir nehmen. Wir nehmen einfach die. Und sagen gleich mal Pause. Ich muss erstmal überblicken. So. 100% Deckung. Müssten wir die gesichert haben. Sind eigentlich 100%. Und ihr dann schön von der Seite. Ich hoffe, ihr habt lange Waffen dabei. Okay. Okay, meine Dennisons Gruppe sind 100% gesichert. Er auch. Und ja. Auch. Wunderbar. Baut nicht die Brücken fertig. Die brauchen wir nicht. Schmeiß Molly drauf oder so. Leider kann ich nicht weiter reinzoomen. Oh, wir haben schon die ersten Leute verloren. Vielleicht sollte ich den doch abziehen. Nein, warte noch mal. 12 Leute haben wir verloren. Knallt sie ab, die Schweine. Kanonenfeuer. Wir haben noch keine Deckung, oder? Oh, da kommen auch die. Nee, kann ich nicht abziehen. Die müssen wir hier behalten. Also Owens Truppe ist ganz schön motiviert dafür, dass sie ganz viele Leute verlieren. Ah, schon über 31 Mann verloren. Nicht gut. Hier wird's krimineller. Da haben wir einfach weniger Leute oben. Aber ich denke mal, der Hauptangriff wird hier fortgeführt. Lauf doch weg nach Hause, Mensch. So. Männer. Für Gott und Vaterland. Au, das gefällt mir doch gut. Der läuft gleich. Der läuft gleich. Aber Owen ist motiviert. Owen ist motiviert. So. Da haben wir ein paar blaue Leichen noch auf der Brücke. Die brennt schlecht. Jetzt Molly drauf. Molly. Haut die kaputt. Na, ja, die... Kommen die nächsten. War das Hall? Aber hier, mit solchen Aktionen kann man schon den Feind gut schwächen. Oh, die schicken da wirklich Kanonen rüber?
würde ich auch laufen. So. Und Hall rennt auch schnell zurück. Also irgendwie sind die hier besser als hier. Oh, das ist schon wieder da. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, Hall wird sich wahrscheinlich hier wieder sammeln, nochmal anlaufen. Und ja, Sully, der steht da einfach rum, macht eine Grillparty und guckt sich an, wie seine Kameraden verrecken. Wahrscheinlich sind das hier zu der Zeit die Reichen, quasi. Und die schicken die ganze Zeit die Armen vor. Die Schwarzen, die armen Bauern, keine Ahnung, die Leute, die nicht viel Geld haben, die werden vorgeschickt und sterben. Und Sully picknickt weiter. 859 reichere Soldaten, die sich da erstmal mit Zigarre schön am Strand da hinsetzen, gucken, wie die Pioniere unter Beschuss die Brücke fertig bauen. Und Sullys und Co. und Leute machen Grillparty. Wir haben auch da bestimmt ein paar Kannibalen drunter, die sich so ein paar Leichen der Blauröcke nehmen und selber grillen. Schön am Strand. Im Winter. Wintergrillen nenne ich das. Und wieder Arnold. 64 Mann wollen die Kanone runterschleppen. Schaffen es nicht. Aber haben es versucht mit Owen. Owen ist noch motiviert. Alter, Owen ist echt motiviert. Das sind echt Kugelmagneten, ne? Ich wette mit euch, hier sind Vorgesetzte, hier ist Sully und seine Leute. Die drohen jedes Mal, wenn sie zurücklaufen mit der Pistole, ey, renn wieder über die Brücke, renn wieder über die Brücke, sonst erschießen wir dich. Das ist bestimmt Owens Motivation. Ah, jetzt läuft er. Ja, also wenn das weiter so bleibt, lässt sich das ja easy peasy verteidigen, also... Oh! Oh, ich versuch's mal von dort. Aber hier rennt er nicht so schnell weg. Ja, von der Brücke kommt keiner, ne? Könnt ihr den mal hier auf der Seite ziehen? Und Owen funktioniert. Ach, Owen, ey. Aber das mach ich mal. Komm mal her. Die Scharfschützen sind eh nicht meine Leute. Oh, da haben wir einen neuen. Kimpel. Dass die jetzt zurücklaufen, dann hat er jetzt hier die Chance, sich mal ein bisschen zu formieren. Weiter. Aber die linke Brücke, die Brücke wollen sie nicht. So, 100% Deckung. Perfekt. Schießen sie auf den Kleinen hier. Ich ziehe mal ein bisschen weiter zurück. Ah, er ist jetzt nicht gesichtet. Das ist fantastisch. Vielleicht kommen sie nämlich weiter. Ich weiß gar nicht, was mit Owen ist, aber wir haben jetzt hier, wie gesagt, zwei andere motivierte Gruppen. Okay, da eine rennt. Ist nicht mehr so motiviert und Palmer. Boah. Sully guckt noch ein bisschen zu. Genießt das Wetter. Oh,
die armen Häuser. Gott sei Dank wohne ich nicht da. Aber hier werden die Grundstücke bestimmt billig nach dem Krieg. Tja. So, ein Stück nach vorne. Genau. Wir wollen den maximalen Spaß haben. Das sind sowieso nicht meine Einheiten. Ich könnte aber sterben. Und er läuft auch. Fantastisch. Das heißt, dann gehen wir mit ihm wieder ein Stück zurück. Dann ist er wieder getarnt. So, und dann warten wir auf die nächsten motivierten Blauröcke. Ah, da wird bestimmt Hall und Palmer. Die werden bestimmt gleich nochmal angreifen. Sich neu formieren. Haha, die Brücke sieht echt gut aus hier. Ich finde nur noch die Bluteffekte. Ich glaube, der Fluss wäre schon rot. Oh, jetzt versuchen sie nochmal Kanonen rüber zu schleusen. Und dann kommt nochmal Kimball. Alalala, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Kommen nochmal gut 1000 Mann. Ah, ist noch nicht gesichtet. Jetzt ist er echt motiviert. Los, Jäger! Schießt! Gut, Kanone läuft. Oder auch nicht. Warum ist Palmer motiviert? Gut, ich glaube, die Kanonen haben sich gerade in Luft aufgelöst. Feuer, Jäger! Feuer! Gut, das ist schlecht. Jetzt haben wir da was drüben. Das ist schlecht. Oh, die kommen alle rüber. Brauchen Verstärkung, bevor sie hier auch diese 100% Deckung haben wie wir. Die haben auch 100% Deckung. Gut, die nächsten laufen. Es muss nur auf Palmer gehen, bitte. Und ich hoffe, es kommt hier keiner mehr lang. Gut, er läuft. Oh, das kriegt Palmer von allen Seiten. Du hast noch 100% Deckung, wunderbar. Und Palmer hat sich soeben in Luft aufgelöst. Super. Kimball läuft. All ist noch motiviert. Nee, er läuft auch. Ich hoffe, wir machen jetzt keinen Schwenk und wollen hier jetzt hier rüber. Kommt ruhig weiter, kommt ruhig weiter. Die Brücke ist noch nicht blau genug. Also ich finde, sie könnte noch ein bisschen blauer werden. Oder? Was meint ihr? Na komm. Aber es ist schön, dass wir... eigentlich schon, das ist jetzt hier ein kleines Gefecht. Schade, dass wir hier schon so viele Leute nach Hause geschickt haben. Ich möchte nicht aufhören. Komm, versuch's doch mal. Bitte, bitte, bitte. Mach mal eine Angriffswelle. Hm. Na gut. Rückzug aus der Stadt. Das heißt, sie haben ihre Brücken gebaut und kommen rüber. So.
Jetzt beginnt, glaube ich, die eigentliche Schlacht. Das davor war ja gerade nur ein kleines Scharmützel. Kann ich nochmal ins Lager? Oh, das geht. Dann können wir nämlich die eine Einheit aus der zweiten Division. Da hat nicht viel verloren. Aber komm, der kriegt nochmal ein paar Leute. Zack, 61 und weiter. Ist das nicht nice? So möchte ich das gerne immer haben, dass wir während der Schlacht nochmal Leute helfen können. So, die Left Grand Division, bestehend aus zwei kompletten Korps, alter Schwede, unter dem Kommando von Major General William B. Franklin, scheint bereit für den Vorstoß zu sein. Es nähern sich uns fast 45.000 Soldaten. Fucking 45.000. Oh ja, es ist auch so ein Feld viel um nichts. Ach. Ziehen Sie den Großteil Ihrer Streitkräfte zusammen, um Prospect Hill zu schützen. Viel Glück, General. Ja, danke. Und Pause. Alter! What? What? Warte mal, die greifen jetzt hier von da an, ja? Und dann stehen meine Einheiten so komisch? Oder versuchen die, laufen die hier runter, machen einen Schlenk und das ist das der Sumpf? Matsch! Oh, das ist ja geil! Das erinnert mich gerade so an Braveheart. Braveheart, Entschuldigung. In diesem schlammigen Gebiet sind Bewegungen sehr langsam. Oh, das ist toll. Das freut mich nicht für den Feind, aber für mich. Das ist toll. Aber schlecht für meine Kavallerie. Da auch. Joa, was hast du für eine Reichweite? 1000, wie viel haben wir? Wie viel? Oh, hier haben wir genug Munition. Aber wir haben keinen Munitionswagen. Läuft das mit dem Supply, wenn das hier... Dieses offene Gebiet eignet sich für schnelle... Warte. Das Gebiet. 50.000. Ja, kriege ich das den ganzen Radius? Sehe ich das mal angezeigt hier? Hm. Okay, eine Kanone ist hier, warum auch immer. Hm. Also mit der Aufstellung der KI bin ich irgendwie nicht zufrieden. So, wir nehmen mal zwei von euch. Basteln die hier. Und dich will ich... Wir haben hier links eine Kanönchen, dann gucken wir eine Kanönchen dahin. Haben wir nur fünf Stück, ne? So, dann gefällt mir die Verteilung der Soldaten. Sagen. Ihr dürft erstmal hin. Oh, hier haben wir auch einen Munitionswagen. Kann der hier auffüllen? Das ist eine Auffüllstation. Diese Kanone hier ist auch ein Witz, oder? Können ja mal eine hier packen und du gehst in das Gebäude. So. Das klingt nach Plan. Wie sieht es hier mit der Deckung aus hier, ne? 94. Und wir müssen ein bisschen weiter raus. Okay, Entschuldigung. Na, hier ist auch alles schlammiges Gebiet, ne? So, Grimes. Grimes schicke ich mal an die Seite. Hier hin. Damit wir vielleicht mal eine Einsicht bekommen, was da alles kommt. Wie sieht es mit dir aus? Siehst du auch aus mit deiner Deckung. Die Truppen bewegen sich echt langsam. Oh,
Shit, 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 shit. Bleib mir mal da, wo du bist. Ich hab gerade die falsche Einheit angehabt. So, dich wollte ich. Kommst du darüber? Da sind so Boulevardbläschen, ist bestimmt ein Weg, ne? Also wo wir welche Truppen hinstellen, das müssen wir uns lange überlegen, weil, ja. Bescheiden. So, du mal ein bisschen dahin, du gehst noch ein bisschen weiter rein. Dann sollte es auch mit der Deckung klappen. Du bist hier schön das Backup. Und du kannst ja auch schon mal ein bisschen in diese Seite gehen. Hector, 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 Hector. Hector geht hier hin. Obwohl ich nicht glaube, dass sie hier rüber laufen. Aber wer weiß. Hier sind immer noch keine Kanonen. Kanoniere, was macht ihr den ganzen Tag? Und da haben wir die ersten gespottet. Und das reicht mir schon. Oh, von da wird befeuert. Ziehen wir uns zurück. Das reicht mir schon. Ziehen wir uns erstmal in den Wald. 7 Mann haben wir dafür geopfert. Das heißt, sie ziehen hier so durch. Brücken sehe ich hier nicht. Nur da. Das heißt, hier so am Rand. Kanonen haben sie hier stehen. Und ja, müssen nur aufpassen, dass sie hier nicht ins Wäldchen gehen. Dafür ist Pound da. Wo ist denn unsere Flagge? Unsere Flagge ist hier hinten, ne? Wenn ich das jetzt so sehe, werden sie wahrscheinlich eher versuchen, hier durchzukommen. Hast nur 67, das ist nicht viel. Okay, du bist nicht ganz im Haus drin gewesen, jetzt bist du bei 75. Schlechter. Rück zurück. Wenn ich gehst du gleich in den Wald, ey. So. Die Kanonen sind immer noch auf dem Weg. Ach, hier ist extra eine Kanonenverteidigung gewesen. Zilli-dupsi. Aber es war nur da, oder? War hier auch noch eine Kanonenverteidigung? Nö, ne? Erdweih. Erdbefestigung. Na gut. Sieht man so gar nicht. War hier noch irgendeine Befestigung? Nö, ne? Hm. Da waren die ja faul. Ich dachte, die haben mehr gemacht. Mensch, wo bleiben die denn? Wie sieht's bei dir aus? 100%. 87. 87. 84. Warum hast du so, bist du so weit vorne? Der Wald ist scheiße, ist der hier. Da haben wir 95, hier sind wir bei 40. Der Wald ist mir ein bisschen zu dicht. Bis Dezember, wo bleibt der Feind? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich spule mal ein bisschen vor. Hier gehen jetzt endlich mal die Kanonen in Stellung. Wie sieht es bei dir aus? 74. Ist nicht so gerade. Der Feind kommt ja von dort.
ich vorhin zurückgeklickt habe. Na gut, aber besser mehr als hier, ne? 65. Eine Truppe. Ich glaube, ach komm, ich ziehe einen ab. Ich glaube, ich ziehe einen ab und pack den hier dahin. Boah, komm die mal. Ich habe wie gesagt Angst, dass die hier so eine Umschneise machen. Also quasi so von hier kommen wollen. Stecke ich nochmal da. Vielleicht liege ich hier komplett falsch. Ey, könnt ihr mal angreifen? Ich meine, ich habe nichts dagegen, ne? Aber es tut mir leid, ein bisschen langweilig für euch. Ich soll es hier verteidigen und durch das matschige Gelände dauert es halt ein bisschen länger, bis sie kommen. Aber wir haben doch vorhin hier welche gesehen, die schon hier rumgelungert haben. Könnt ihr mal hier angreifen? Haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. Und ich spule schon vor hier, ne? Ah, hier, das lohnt. 94. Paul kann dann zurückziehen und dann kommt er hier. Klatsch, klatsch. So, wollen wir nochmal 7 Leute verlieren und nochmal kurz aus dem Wald reiten, nochmal kurz Hallo sagen? Hört sich auf jeden Fall. Ton kommt von hier, so, ne? Jetzt müssen die nur mal kommen. Boah. Hallo, es ist Krieg. Greift mal an. Ich meine, so halte ich einen Hügel easy peasy, aber hey, hallo. Ach komm. Ich guck nur mal mit Grimes. Was ist da so los? Ne, da kommt er nicht hoch. Nur mal kurz Lucky Lucky machen. Sobald wir eine Einheit sehen, wir zurück. Außer wir sehen Kanone oder Supply. Ne, dann, die müssen getötet werden. Erwischt. Ja. Und das hat uns wieder ein paar Leute gekostet. Okay. Weil hier sind Kanonen stationiert. Da komme ich nur hin, wenn ich hier irgendwie hinten rüber gehe. Ja, genau. Ja, 12 Mann verloren bei 2. Mal gucken und ja. Tja. Kann ich noch was erzählen? Ja, ich gucke gerade den Film Gettysburg, so ein 4-Stunden-Ding. Ich habe den früher auf VHS-Kassette gehabt, aber da ging er nicht so lange. Zum Teil, die Version, die ich jetzt habe, hat zum Teil noch irgendwie Texte aus oder in Englisch, ne? Das wurde wohl nicht übersetzt auf Deutsch. Aber Nachteil ist es halt nicht VHS, sondern DVD. Das ist halt ein bisschen unschön. Aber es ist immer so schön, mal wie so einen Film zu sehen, der halt 4 Stunden länger hat. Und ja. Die Kampfszenen sind natürlich nicht so prall und der Sound, die Musik zum Teil zu 90er Jahre Klischee-Kampfmusik, finde ich, aber kann man ganz nett gucken, finde ich. Wer sich so ein bisschen für diese Zeit interessiert, fand ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen interessanter als den Film Lincoln. Das war ein reiner Politikfilm. Da hat man ja auch gesehen, dass der Lincoln quasi eigentlich nur in Washington Politik gemacht hat. Gekämpft hat er wohl anscheinend gar nicht oder war auch gar nicht zu Felde. Man hat es auf jeden Fall nicht im Film gesehen. Wo
Und bei Gettysburg war er auch nicht. Dieser Robert E. Lee, der war ja wenigstens vor Ort, da hat er seine Streitkräfte geführt. Auch wenn er Fehler gemacht hat. Ich hatte mal auch bei Wikipedia gelesen, dass einfach die Blauröcke mehr Soldaten hatten als die Rotröcke, als sie quasi, aber die deutlich mehr Schaden gemacht haben. Oh! Angriff auf die Mary's Heights. Ich würde sagen, hier machen wir kurz einen Break. Na, für euch wird der Break ein bisschen länger als für mich. Ich würde sagen, hier machen wir einen Stopp und dann geht's nächstes Mal weiter. Tut mir leid, wenn da gerade nicht so viel passiert ist, aber nächstes Mal geht es los. Der Kampf um Fredericksburg. Ihr könnt mich gerne abonnieren, kommentieren und liken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.